Moin Leute, letzte Woche stellte ich euch eine kleine Sensation vor. Und zwar ging es um einen neuen Rekord vom Helmholtz-Zentrum in Berlin bei Silizium-Perovskit-Tandem-Solarzellen. Diese Art der Solarzellen könnten der gesamten Photovoltaik bald einen gewaltigen Schub verpassen. Ich wurde sofort gefragt von euch, wann gibt es sie zu kaufen, wie sieht das mit dem Recycling aus, wie ist das Schwachlichtverhalten und wie hoch können wir mit dem Wirkungsgrad überhaupt noch kommen? Und mega geil, ich liebe solche Fragen, also werde ich euch die heute natürlich beantworten, habe ich schon mega Bock drauf. Und was noch cooler ist, die Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrum Berlin haben sich mein letztes Video anscheinend angesehen und denen hat es gefallen, denn die haben sich bei mir gemeldet und viele eurer Fragen beantwortet. Und das leite ich euch natürlich direkt weiter, also viel Spaß dabei, es wird mega interessant, kann ich nicht anders sagen. Also ich fand es selber richtig cool. Okay, worum geht's nochmal? Hier nochmal eine super kompakte Zusammenfassung. Bisher sind Solarzellen, welche auf Basis von Silizium sind, state of the art. Seit einigen Jahren rücken Perovskite für Solarzellen in den Vordergrund. Besonders ein Verbund aus Silizium und diesen Perovskiten. Warum? Ganz einfach. Die Solarzellen aus Silizium können infrarotes Licht sehr effizient umwandeln, wohingegen sie im sichtbaren Teil des Spektrums nicht ganz so effizient sind. Solarzellen aus Perovskiten hingegen können den sichtbaren Teil des Spektrums oder des Lichts sehr effizient umwandeln. Also schichten die Forscher einfach beide Typen übereinander, um so von Blau bis Infrarot alles umwandeln zu können, was dazu führt, dass das einfallende Sonnenspektrum viel effizienter genutzt wird. Bisher ist die Firma Oxford PV beim Rekord um den Wirkungsgrad führend gewesen. Aber vor kurzem konnten die Wissenschaftler des HZB diesen Rekord wieder zurück nach Berlin holen. Denn den Rekord haben sie bereits vom Januar 2020 bis zum Dezember 2020 gehalten. Und es ist eine absolute Sensation, denn sie haben hier fast die 30% erreicht. Warum das so besonders ist, erzähle ich euch hier und heute und beantworte damit auch schon die erste Zuschauerfrage. Okay, die erste Frage, gibt es überhaupt einen maximalen Wirkungsgrad und was ist der Wirkungsgrad? Ganz einfach gesprochen ist der Wirkungsgrad nichts anderes als wie viel von der eingestrahlten Sonnenenergie wandle ich letzten Endes in elektrische Energie um. Also einfach nur ein Prozent, das war's. Das ist im Prinzip der Wirkungsgrad. Gibt es da ein Limit? Ja, gibt es. Für typische einschichtige Silizium-Solarzellen, also die Zellen, die ihr auch alle kennt, liegt dieses bei ca. 32%. Betrachtet man alle Verluste, die auftreten können, so landet man sogar bei einem maximalen Wert von 29,4%. Der Rekord vom Helmholtz-Zentrum Berlin hat also die magische Schwelle der Silizium-Solarzellen übertroffen. Wie kommt das zustande? Für langwelliges Licht, also Licht im infraroten oder im roten Bereich, sind die Materialien transparent, wohingegen sie beim kurzwelligen Licht einen Teil der Energie in Wärme umwandeln und somit kann dieser Teil nicht zur elektrischen Energie beitragen. Zieht man dann noch die Verluste im Modul wie Leitungsverluste oder auch den Teil des Lichts, der einfach durch das obere Glas reflektiert wird, ab, so liegt man sogar eher bei 24% maximalem Wirkungsgrad und das ist auch momentaner Stand der Technik. Bei zweischichtigen Solarzellen, die sich gegenseitig perfekt ergänzen, was das Lichtspektrum angeht, kann man maximal auf ca. 45,1% Wirkungsgrad kommen. Perovskit und Silizium sind hier schon ziemlich gut, da Blau und Infrarot sich sehr gut ergänzen. Mit dem Rekord von ca. 30% scheint hier also noch einiges möglich zu sein. Schaut man sich die bisherigen Rekorde an und sieht einfach diesen extremen Anstieg, der wirklich groß ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was uns hier noch erwarten wird. Das Spiel kann man weiter treiben, Konzentratorlinsen einsetzen und noch mehr Schichten nutzen. Damit wären theoretisch sogar 86,8% Wirkungsgrad möglich. Ich möchte mich aber hier und heute nur auf Technologien konzentrieren, die für normale Menschen überhaupt jemals einen Einsatz finden könnten. Warum ist der Wirkungsgrad überhaupt so wichtig? Das war auch eine Frage, die ich sehr gut fand. Ganz einfach, ich benötige halt viel weniger Fläche und damit auch weniger Material für den gesamten Aufbau. Schauen wir uns nochmal den ungefähren Flächenbedarf an. Ich bin hier von 1000 Watt pro Quadratmeter Sonnenlicht ausgegangen und ihr seht, wie viel Fläche in Quadratmetern für 1 Kilowatt Peak ich benötige und das bei unterschiedlichen Wirkungsgraden. Bei 20% Wirkungsgrad, und das ist so ungefähr der Wert, der für die meisten Module momentan üblich ist, brauchen wir so circa 5 Quadratmeter an Fläche. Hätten wir jetzt die 30%, so liegen wir bei circa 3,33 Quadratmeter Fläche. Ihr seht also, der Unterschied ist wirklich enorm. Ja? Und nicht verunsichern lassen, bei 100% Wirkungsgrad würde ich dann genau 1 Quadratmeter Fläche benötigen, könnte also die gesamte Leistung der Sonne umsetzen.
Bedenkt man jetzt noch, dass das Schwachlichtverhalten der Perovskit-Tandemzellen sogar noch besser ist als bei den momentan erhältlichen, dann wird das Verhältnis im Winter vermutlich sogar noch viel besser werden. Also das kann eine Menge verändern. Okay, wann gibt es die Dinger zu kaufen? Das war auch eine super Frage, fand ich. Und in Sachen Perovskit-Silizium-Tandemzellen ist halt, wie schon gesagt, die Firma Oxford PV absoluter Vorreiter. Deren Plan ist es, die Zellen nächstes Jahr auf den Markt zu bringen. Und ob sie diesen Plan einhalten können, das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Es wäre cool. Ich würde mich richtig freuen. Aber erste reine Perovskit-Produkte scheinen gerade auf den Markt zu kommen. Und zwar Sonnenblenden und digitale Preisschilder von der polnischen Firma Sol Technologies. Das Besondere ist, die Low-Light-Effizienz ist so gut, dass das Supermarktlicht ausreichend ist, um diese Dinge am Laufen zu halten. Und das, muss ich zugeben, hat mich wirklich mega beeindruckt, weil das ist verdammt wenig Licht, das da ausgestrahlt wird. Also cool. Soll ich mit meiner Solaranlage warten? Selbst wenn bald die ersten Module auf den Markt kommen sollten, so kann es sein, dass diese noch nicht direkt im großen Maßstab verfügbar sind und es ist noch nicht klar, wie haltbar die Teile dann wirklich sind und vor allem auch wie teuer. Also möglicherweise wird es erstmal für einige Spezialanwendungen sinnvoll sein und mehr auf den Massenmarkt kommen. Sowas kann aber auch einige Jahre dauern. Unterm Strich kann man eigentlich nur sagen, wir wissen es noch nicht, es ist noch nicht wirklich bekannt, es kann auch einige Jahre dauern. Von daher würde ich sagen, die jetzigen Solarmodule sind schon sehr, sehr gut und vor allem günstig und funktionieren einwandfrei. Also warum warten? Ich habe es nicht getan. Energierücklaufzeit, was ist das? Das ist praktisch die Zeit, nachdem sich die Solarmodule energetisch amortisiert haben. Also wann die Solarmodule mehr eingebracht haben, als für die Herstellung ausgegeben wurde. Das ist natürlich ein ganz, ganz essentieller Wert. Einige Wissenschaftler der Uni Cornell und der Uni Cambridge haben sich damit auseinandergesetzt und die Rücklaufzeit für reine Perovskitzellen und auch für die vorgestellten Tandemzellen verglichen. Ihr seht jetzt hier in der Grafik die Rücklaufzeit für unsere jetzigen siliziumbasierten Module und die liegt bei so grob 2 Jahren. Die vorgestellten Silizium-Perovskit-Tandems liegen hier bei ca. 1,5 Jahren, wobei man hier erwähnen muss, die Studie verwendete noch etwas ältere Daten und die sind von einer Effizienz von 25,7% ausgegangen. Mit den knapp 30% würde sich das also nochmal deutlich verbessern. Die reinen Perovskit-Module liegen bei ca. 0,4 Jahren, also das ist echt krass. Und ihr seht, das macht in vielerlei Hinsicht Sinn, diese Technologie zu verwenden. Bei meinem letzten Video ist mir hier auch ein Fehler passiert und zwar habe ich die Tandems mit den reinen Perovskit-Zellen verwechselt. Das tut mir mega leid, das war natürlich keine Absicht. Ich bin eine One-Man-Show hier, deswegen passiert sowas hin und wieder. Grundsätzlich gilt bei mir aber, falls ich nachträglich Fehler finde, dann findet ihr die bei mir unten in der Beschreibung unter Bugs. Ich kann es leider nicht in YouTube korrigieren, YouTube bietet hier nämlich wirklich keinerlei Möglichkeiten der Korrektur und auch nicht irgendwelche Einblendungen. Es geht einfach nicht, es tut mir sehr leid, ich kann es nicht ändern. Okay, wie sieht es mit dem Recycling aus? Das Recycling dieser Zellen ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die Nutzung im großen Maßstab. Und das größte Problem bei dem Recycling dieser Zellen ist Blei. Und Wissenschaftler der University of North Carolina haben sich mit dem Problem auseinandergesetzt und wurden für ihre Ergebnisse auch mit einer Nature-Veröffentlichung belohnt. Die Wissenschaftler haben insbesondere einen Weg gefunden, mit dem Blei umzugehen, dieses herauszulösen und für weitere Einsätze mit einem Recyclinggrad von 99,2% verwendbar zu machen. Ebenfalls haben sie einen Weg aufgezeigt, mit den transparenten Leiterbahnen umzugehen. Also ihr seht, wenn wir wollen, dann geht das alles und das umweltfreundlich und sogar kostengünstig. Also was will man mehr? Eine Frage, die mir ebenfalls gestellt wurde, ist, sind die bei Schwachlicht besser? Das Schwachlichtverhalten dieser Zellen ist tatsächlich deutlich besser und es wird erheblich weniger Fläche benötigt für dieselbe Leistung. Das gilt nochmal stärker für schwaches Licht. Ein sehr wichtiger Punkt für PV-Anlagen, besonders in Deutschland im Winter. Das würde uns im Winter einfach mega weiterhelfen, denn jeder, der eine Solaranlage hat, weiß ganz genau, im Winter ist der Ertrag sehr niedrig. Genaue Zahlen zum Schwachlichtverhalten konnte ich leider nicht finden, aber dass Sol Technologies die Zellen für Supermarktlicht nutzen möchte, klingt erstmal sehr verheißungsvoll in meinen Augen. Also es ist durchaus denkbar, dass das
die zukünftig dominierende PV-Technologie wird. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Spekulation und hängt natürlich noch davon ab, wie haltbar die Module dann wirklich sind, wie hoch der Preis letztlich sein wird. Aber nach bisherigem Kenntnisstand werden diese Solarzellen sicherlich noch für einiges Aufsehen sorgen. Ich möchte mich hier nochmal bedanken bei den Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums in Berlin. Das war eine ganz tolle Arbeit und vielen Dank für die gemeinsame Recherche. Also ihr und eure Arbeit seid hier auf meinem Kanal jederzeit herzlich willkommen. Und ich kann auch den YouTube-Kanal des HZB hier nur wärmstens empfehlen. Mega interessant, was die machen. Es ist nicht nur Solartechnologie. Schaut auf jeden Fall mal rein, habt viel Spaß. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann belohnt meinen Kanal mit einem kleinen Abo und einem Like. Ich freue mich wahnsinnig über sowas und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.